So, ein herzliches Willkommen, liebe Leute. Ich bin mit Niki am Start. Moin, moin. Moin, moin, liebe Leute hier. Wir versuchen heute die Hundemod aus. Wir testen die und zeigen euch alles, was dazugehört. War ziemlich schwer, das zu installieren. Ich würde sagen, wir stellen erstmal die Hundekäfige vor, oder? Komm, machen. So, es gibt nämlich zwei statische Hundekäfige. Einmal das große Ding. Schon ein bisschen groß, ne? Das kann man, glaube ich, auch nicht verschieben und so, ne? Das ist einfach hier. Das ist quasi halt ein Gebäude, das man spawnen kann. Und einmal diese kleine Hundehütte hier, die man auch nicht bewegen kann oder so. Aber ich würde sagen, Niki, du suchst hier mal eine Kiste aus hier. Ja, kann ich machen. Das sind nämlich auch alles Hundehütten. Und wir stellen mal hier zwei auf, oder? Oder beziehungsweise alle drei, wir zeigen erstmal alle. Ja, kann man machen. Das sind nämlich die, die man quasi dann in der Welt finden kann, wenn man die Mod installiert hat. So viel, wie ich das verstanden habe. Okay, das sieht hier irgendwie nicht genau gleich aus wie das andere, einfach ohne die Bretter, ne, unten, die Stangen. Ah, das war bei mir vorhin auch verbuggt hier, ja, das geht glaube ich nicht. Oder falscher Untergrund, keine Ahnung. Ja, das kann auch sein. Die ist hier irgendwie ein bisschen verbuggt, Leute, aber so würde die aussehen. Ziemlich groß, dann lassen wir die halt mal. Und haben wir hier noch eine kleine. Okay, Leute, hier haben wir sie nochmal gespawnt. So sieht die große aus, wenn die gehen würde. Kann man auch reingehen und so weiter. Gut, als nächstes braucht man dafür folgendes Item, und zwar... Was hast du denn gemacht? Ich hab Schütze gemacht, alles gut. Und zwar Knochen. Menschenknochen, Tierknochen etc. Du kannst ja auch mal eins nehmen, Niki. Und dann kann man sich damit seinen Hund spawnen lassen. Wenn man hier einfach in die Hütte geht, Hund beschwören. Also jeder Spieler kann nur einen Hund haben. Wenn der Hund stirbt, ist halt vorbei. So, wir haben hier eine folgende Auswahl. Schäferhund, Huskies etc. Wir werden später auf die Rassen eingehen. Ich werde mir hier diesen hier spawnen lassen. Oh, das ist geil. Oh, da ist er. Okay, dann nehme ich den mal. Nimm einfach... Oh, sick, Bruder. Richtig geil. Da ist er einfach. Ihr fragt euch bestimmt, was kann man jetzt mit dem machen? Also der Hund kann euch folgen. Der Hund kann Wache halten und der Hund kann patrouillieren. Ja, jetzt folgt der Hund halt uns überall hin, wo wir hingehen. Das ist richtig geil einfach. Richtig gut. Und laut Modder ist es so, wenn man sich ausloggt, dann habt ihr den Hund immer noch bei der Seite. Also der wird halt da stehen, wo ihr euch ausloggt. Das ist richtig geil. Guck dir das an, Niki. Ist echt mega. Alter, guck dir das an, Mann! Geil. Dein ist nicht so motiviert, hä? Nee. So, der kann hier natürlich auch sitzen. Oh, Zombie kommt. Echt? Ja, ich mach mal patrouillieren. Ja, die Hunde können nämlich auch angreifen. Ach, guck mal, die bleiben dann stehen, oder? Die Zombies. Wenn man patrouillieren drückt. Oh, meiner greift an. Oh, deiner greift an. Oh, let's go. Ich meine, muss auch angreifen, komm. Ja, der greift aber nicht an, was macht denn der? Komm, greif an, Mann. Let's go. Ey! Jetzt greift er an. Jetzt greift er an, ich musste patrouillieren machen. Er patrouilliert. Oh, jetzt ist auf mich sauer. Mal gucken, ob jetzt mein Hund mich verteidigen wird. Hundi, hilf mir doch mal! Jetzt, Alter! Oh, wow. Nice! Hast du das gesehen? Ja, das ist cool. Alter, du bist so ein Feini! Du bist so ein Feini! Ja, du bist so ein Feini! Meiner hat irgendwie nicht so Bock. Guck mal, was ein Feini das ist hier. Das ist schon geil. Ja, es gibt dazu auch einen Hundenapf. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, was es halt bringt, ne? Man kann hier einen Hundenapf hinstellen und quasi das Spielzeug da reinlegen. Aber ich glaube, damit kannst du eigentlich gar nichts machen, oder? In die Hand nehmen. Vielleicht kann ich jetzt ihm zum... Ne, füttern kann ich ihn auch nicht damit. Ja, das ist einfach nur so ein nices Gimmick, ne? Dass man hier so ein bisschen was am Start hat mit den Hunden. Richtig geil. Wir werden später bestimmt noch ein Tier jagen gehen. Hast du gerade gepfiffen? Ja, drück mal Plus am Numpad. Nee, oder? Dann kannst du den her teleportieren. LOL, wie geil! Wie hast du das gerade rausgefunden? Ich habe kurz in den Einstellungen geguckt. Du kannst nämlich hier auch den Patrouillieren-Modus per Tastaturkommand machen. Hä, wo geht er denn hin? Geil, einfach zurückfallen. Okay, das ist sick, das ist sick. Bleib mal hier, mein Junge. Oh, Niki hat was Geiles rausgefunden. Er hat sich jetzt hier eine Karre geholt. Wenn du jetzt einsteigst, also er folgt dir gerade, ne? Der Hund kommt quasi mit. Das ist richtig geil. Also der Hund folgt ja auch, also wenn ihr ein Auto habt, der Hund folgt euch tatsächlich mit und wenn ihr aussteigt, ist er wieder da.
Das ist richtig geil. Ich würde sagen, Leute, bevor wir weiter ein bisschen mit den Hunden rumtesten und rumkämpfen, zeigen wir euch erstmal alle Hunderassen. Okay, liebe Leute, ich muss gerade ein bisschen lachen. Es gibt 17 Hundesorten, Hunderassen. Es gibt auch Rassen, die ein bisschen andere Farbe und so haben. Hier zum Beispiel. Und wir haben hier mal alles spawnen lassen. Die machen hier alle gerade Bleib. Wir können es hier mal ein bisschen angucken. Ja, schon wild. Bevor es hier weitergeht, zähle ich euch erstmal alle Hunderassen auf, die es in dieser Mod gibt. Und zwar ist es zum einen der German Shepherd in mehreren Varianten, der Siberian Husky in mehreren Varianten, der Golden Retriever, der Belgian Shepherd, der Dobermann, Bull Terrier, Rottweiler, Akita, Inu und Labrador. Und der letzte noch, Tschechoslowak Wolfdog. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das sind aber alle Hunderassen, die es hier gibt. 17 Stück insgesamt. Und während im Hintergrund die Hunderassen hier präsentiert werden, hier auf meinem Channel, noch kurz einige Informationen zur Mod. Es gibt zwei Möglichkeiten, so einen Hund in dieser Mod zu bekommen. Entweder ihr findet einen Hundekäfig, den ihr aufstellt und dann den Hund auswählt, oder ihr findet in der freien Bahn einen wilden Hund, dann könnt ihr ihn entweder mit Knochen oder mit Fleisch füttern. Ähnlich wie bei Ark werdet ihr also dann den Hund quasi tamen können, nachdem ihr ihn gefüttert habt. Pro Spieler ist immer nur ein Hund möglich. Ihr könnt also nicht zwei Hunde tamen oder zwei Käfige finden und zwei Hunde besitzen. Pro Spieler nur ein Hund. Solltet ihr im Besitz eines Hundes sein und ihr sterbt durch unerklärlichen Gründen, durch Zombies, Spieler etc., werdet ihr leider auch euren Hund verlieren. Es gibt wie im Video schon gezeigt drei Hundebefehle, zum einen Bleib, Folgen und Patrouillieren. Kannst du dir schon mal alle auch angucken, Niki, und sagen, welcher dein Favorite ist? Der ist ja nice. Mhm. So, das waren alle Hunderassen. Mein Favorite ist definitiv der da. Ich glaube, Akita Inu ist es, glaube ich, hier. Das wird hier der Labrador sein, das ist auch sehr, sehr schön. Wer ist dein Favorite? Der hier. Echt? Warum? Weiß nicht, der sieht irgendwie... Finde ich am besten. Okay. Hat eine gute Ausstrahlung. So, liebe Leute, wir sind jetzt zurück auf Mehrfield. Wir haben unsere Hunde auf Follow, also Folgen dabei. Denn diese Hunde können auch jagen. Und das wollen wir kurz austesten. Aber du meintest, bei den Infected würde der automatisch auf Angreifen gehen, ne? Ja, wenn der Zombie dich angreift oder das Tier. Ja, und bei Wildschweinen? Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht sollten wir die auf Patrouille machen, ich weiß nicht. Ja, wir testen es einfach aus, Leute. Wir haben ja Zeit. Ich mach mal das hier. So, ich patrouilliere jetzt den Hund. Und dann müsste der eigentlich die Tiere jagen. Ein Hühnchen, in Ernst? Doch, er greift an. Oh. Oh. Ja. Ja. Wow. Ja. Oh. Geil. Ja, geil. Eine automatische... Das ist richtig cool. Du kannst deinen Hund irgendwo patrouillieren lassen. Und sobald ein Tier kommt, greifen die es an, ne? Guck dir das an. Ja, irgendwie treffen nicht. Ja, egal, aber das ist ein geiles Feature einfach. Oh ja. Guck dir das an. Vielleicht ist das Viech zu klein, Niki. Das kann gut sein, ja. Passt. Vielleicht muss ich da mitmachen. Komm schon! Akiru! Wow! Ja, fast. Aber nee, weißt du, was der Vorteil daran ist? Das Huhn kann nicht fliehen, weil die immer die Wege abschneiden. Stimmt. Das kommt gar nicht davon, merkst du das? Ja, so als Helfer, ne? Ja, guck dir das an. Das Huhn ist praktisch. Das Huhn kann nicht flüchten. Oh. Wow! Das ging ein bisschen zu schnell. Ja. Bitte nochmal. Ja. Moment. Ich hol meinen Huhn zurück. Setz ihn auf Patrouillieren. Und dann müsste er... Hund! Warte, nochmal. Hund! Alter, Jawohl. Einfach One-Shot. Krass. Bruder, bist du krass unterwegs. Hund, mach halt was. Toll. Okay. Nach dieser erfolgreichen Jagd gehört natürlich die ein oder andere Belohnung dazu, nämlich die Wildtierfütterung. So Leute, nach etlichen Tests haben unsere Hunde gerade noch einen Bär erlegt. Tatsächlich mit 2-3 Hits oder so. Und als Belohnung, Leute, könnt ihr hierher kommen und die Beute mit eurem Hund natürlich teilen, ne? Das geht auch.
Denn man kann natürlich auch die Hunde füttern. Geht das nicht? Doch. Kannst du es gerade machen? Warte mal. Ah doch, Hund füttern. Doch, es geht. Ich kann nur fremde Hunde füttern. Nee, warte, ich kann auch meinen Hund füttern. Schwachsinn. Mhm. Hier. Als Belohnung halt, damit er, ne, weiter so erfolgreich jagt. Boah, geil. Alter, guck, wie er das isst. Das hat er sich verdient, Mann. Guck ihn dir an. That's my boy. Du bist ein Feini. Ein Feini. Okay, Leute, wir haben noch einen letzten Test vorbereitet. Was passiert eigentlich, wenn ihr eine Base habt und ihr habt einen Hunderudel, was euch verteidigt, wenn da ein Zombie reinkommt, Niki? Wollen wir das mal testen? Was machen? So am Tor? Ja. Was passiert, wenn jetzt hier ein Zombie plötzlich auftaucht? So, das ist eine Lücke in der Base. Ein Zombie kommt rein. Soll ich? Ja, mach mal. Was passiert eigentlich dann? Boah, er steht ein bisschen in der Halle. Alter, yo! Der hat keine Chance. Bruder, der wurde in der Luft zerfetzt. Noch mehr? Ja, warte. Machen wir ein paar auf einmal, so ein bisschen verteilt. Mhm. Alter, One-Hit, ne? Die haben keine Chance. Das ist krass. Das ist wirklich Wahnsinn. Direkt dead. Krass. Das ist die beste Abwehr, wenn ihr keinen Bock auf Zombies habt. Holt euch so einen Hund. Das ist sehr abartig, wie die sich zerfleischen, ne? Ja. Krass, ey. Das ist richtig geil. Während im Hintergrund unsere Hunde hier die ein oder anderen Zombies zerfleischen, noch eine kleine Randinformation. Solche Mods sind natürlich meistens oder eigentlich immer nur auf PC erhältlich, leider nicht für euch Konsolenspieler. Wir haben diese Mod auf unserem privaten Server geladen, wir wissen selber leider nicht, welcher Server diese Mod verwendet. Ich kann euch also auch leider keine Serverempfehlung an dieser Stelle geben. Wenn wir schon beim Thema Hunde sind, schreibt doch auch gerne eure Hunderasse gerne in die Kommentare. Ja, das waren die Tests mit den Hunden. Die haben ja alles the best mit einem einzigen Hit. Sogar Bären. Ich glaube, das ist das stärkste Tier in diesem Game, ne? Mhm. Und es ist einfach One-Hit. Also ich finde die Hunde-Mod geil. Ich auch. Ich glaube, wir haben alles gezeigt, was es gibt. Und... Oh, der ist so schön, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard. Das war's mit dieser kleinen Mod-Vorstellung. Nochmal danke an Niki, auch, dass er mitgemacht hat, mir geholfen hat. Ehre geht raus an dich, mein Guter. Und ja, das war die Hundemod. Ich finde die ziemlich geil. Ich finde es eine ziemlich geile Abwechslung, dass es so diese Möglichkeit gibt, auch mit dem Käfig, mit dem Hundenapf, mit dem Knochen, mit den Befehlen und so weiter und so fort. Richtig coole Mod. Schreibt gerne eure Meinung auch in die Kommentare. Empfehlt und zeigt das Video gerne euren Freunden weiter, die auch Daisy zocken, die diese Mod noch nicht kennen. Ist bestimmt lustig anzusehen, was alles so in der Daisy Standalone möglich ist. Das war außerdem Türchen Nummer 13 hier. Morgen sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was zeigen. Würde mich über eine Bewertung freuen, ein kostenloses Abonnement. Ansonsten, Leute, bis morgen zum Türchen Nummer 14. Ciao, euer Luzi.